Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Next Part mit The Witcher 3. So, wir wollen jetzt hier irgendwie weiter. Wir hören da auch ein dumpfes Geräusch. Aber das hier ist zu. Ich muss den Keller weiter untersuchen. Was haben wir denn da? Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Ein Blutgenius. Ziemlich mächtig obendrein. Ich muss tiefer rein und irgendwie den Durchgang öffnen. Tja. Finde den Genius und irgendwie die Tür öffnen heißt für mich, wir gehen hier mal ein bisschen runter ins Wasser. Dann können wir hier mit Geralt noch ein bisschen tauchen. Lass mal uns da unten mit den Hexen umgucken, da ist aber nichts. Schade drum. Was geklappt. Ach nein, Herr Geralt. Was das wohl gewesen ist. Jetzt müssen wir nur noch mal hier hochkommen. Tüdelü. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Da vermutlich, ja. Einmal drüber steigen. Jawohl, ja. Und, jo, das ist ein Erdgenius. In seiner Barriere gefangen und er versucht sich zu befreien, deswegen rumort es hier. Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. So, und das heißt für mich, deaktiviere die magische Barriere. Mit einem Zeichen. Wow! Verdammt, jetzt hat er dann auf ihn gewirkt. Terra C. Komm schon, komm näher. Ich dachte, wenn ich die Stützpunkte da raushaue, dass er womöglich darunter begraben wird. Sind jetzt alle vier Stützbalken sind weg. Ja, 1, 2, 3, 4. Stützbalken sind weg. Jetzt wirklich erwartet, dass das Ding hier untergeht. Dem scheint nicht so und dann muss ich den Terrazine da wohl dann doch ein bisschen glatt machen. Oder vorher. Es ist wohl ein Konstrukt. Öl platzieren. Stufenöl, Geisteröl, Drakoniden, Vampir, Konstrukt. Und Schild aktivieren. Das ist ein sehr, sehr starker Genius. Das Einzige, was er nicht ist, ist beweglich. Hoppala. Jawohl.
Booyah, Chaka. Durchdrungene Scherbe, Monsterklaue, pulverisiertes Monster, Erdgening, Henkerskapuze. Und die Trophäe. Die Trophäe kann was? Chance auf Verstümmeln. Und die Henkerskapuze. Eigentlich ein recht schickes Schwert. Wegen der Rüstungsdurchdringung. Ah, und kritischer Trefferbonus. Das ist schon nicht schlecht. Ah, okay, vielleicht hätte ich hier draußen das A-Zeichen noch nutzen müssen. Ist dann hier alles zusammengeflogen? Auch nicht. Schade, ich dachte eigentlich, ich könnte ihn begraben. So. Dann wollen wir mal unsere Belohnung einstreichen. Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Wirklich? Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem? Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren? Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah, dein Lohn. Bitte. Und leb wohl. Was ist denn so einem König zu köpfen? Ashes to Ashes, completed contract on Terracine. Da hat Gok jetzt sogar was Neues drin, dass mir das automatisch anzeigt, wenn ich was fertig habe. Und ich bin Level 20. Gucke mal da. Ich habe einen neuen Perk. Das Wirbeln. Ist das drin? Nö. Erst ab 22 ist der nächste da. Okay, das ist Drehangriffe. Verkrüppelnde Schläge am Schluss. Unsterblich. Sinkt die Vitalität auf 0, werden Adrenalinpunkte, falls nötig, verbraucht. Flut des Zorns. Klingt ja mal cool mit der Kriegstrance. Beim Wirken von Zeichen werden 3 Adrenalinpunkte, falls verfügbar, verbraucht, um das Zeichen auf der höchsten Stufe zu wirken. Alle Boni werden freigeschaltet und die Zeichenintensität um 25% gesteigert. Das heißt, direkt alle Boni freigeschaltet, wenn es zum Beispiel jedes A-Zeichen hätte. Explodierender Schild, aktiver Schild, Quen-Intensität und Quen-Entladung. Ha, das klingt eigentlich extrem cool. Aber auch hier wollte ich, glaube ich, noch etwas verbessern. Ja, es ist immer so die Frage, was spielt man, wie spielt man. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich brauche hier mehr Punkte, 30 auf jeden Fall. Die Unsterblichkeit klingt cool. Dann gehen wir auch weiter. Ups. Dass es mehr Adrenalinpunkte gibt. Dann das Wirbeln noch am Schluss und hier schnelle Angriffe haben jetzt auch einen Bluteneffekt durch den Gegner. 25% Vitalität oder Essenzpunkte pro Sekunde verlieren. Das brauche ich auf jeden Fall. Ja, sonst brauchen wir 30 Punkte. Dementsprechend die beiden Dinger da hoch wären noch gar nicht genug. Dann können wir noch Konterverteidigung reinhauen. So, hier oben habe ich jetzt aus Versehen irgendwas weggemacht.
Ich glaube, so war das aber nicht. Sonne. Technik in der Katzenschule. Ja, das muss auf jeden Fall rein. Hier Überlebensinstinkt. Ich glaube, der war hier oben drin. Bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ansonsten wären ja alle relativ nötigen Sachen drin. Abwehr, Abwehr, Angriff. Jo. Vor allen Dingen eben die Leichtfüßigkeit ist cool. Das ist mit dem Ausweichen verringerter Schaden. So. Dann speichern wir hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Quatsch. Ich glaube, der Part hat erst angefangen. Nehehe. Da geht noch ein bisschen. Und zwar schauen wir uns mal mit den Quests jetzt. Elva Quests? Nein, Elva Alchemie. Hier. Die Quests mal an, wo es weitergeht. Wir haben hier noch einige Nebenquests. Unter anderem das Kabarett, Schwarze Perle, das ist Nilfgaard. Das ist irgendwo, keine Ahnung wo. Praktikum fortgeschritten. Ah, das ist Gellige. Steht da drauf. Hier ist Novigrad, hohe Einsätze mit dem Turnier. Und dann gehen wir hier mal zum Kabarett. Und zwar ist das... Oh, hier unten. Dann gehen wir zum Tor der Hierarchie. Verflucht! Ich war mal so saublau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Ich hätte vielleicht den Auftrag andersherum machen sollen. Ich glaube, so habe ich jetzt ein paar Erfahrungspunkte in den Wind geschmissen. Wenn sie jetzt grau sind, glaube ich, geben sie auch keine Erfahrungspunkte mehr. Pflichtruf. Ein Mörder treibt sein Unwesen in der Stadt. Du das wirklich? Billige Huren und verbesserten Wein verscherbeln? Hey, ich kann nicht bestimmen, was ich erbe. Du kannst aber bestimmen, was du damit anfängst. Ich weiß, ich weiß. Darum erwäge ich ja. Schwarz? Immer erwägst du. Entweder dieses oder jenes. Sag mir Bescheid, wenn du dich endlich entschieden hast. Oh, beiden Künstler haben einen kleinen Streit. Bist du nicht zu alt zum Rumhuren? Hohoho, zum alt zum Rumhuren. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also, wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Mal wieder. Wie bist du auf diese Kabarettidee gekommen? Das ist seit Jahren mein Traum. Seit wir in Ochsenfurt im Kabarett waren. Weißt du noch, wie die Tänzerin vom Lüster hing? Und als sie komplett kopfüber war, rief sie dich und... Ich erinnere mich. Wie könntest du es vergessen? Und mein Kabarett wird sogar noch besser, versprochen. Wenn ich die Finanzen für eine kleine Umgestaltung zusammenkriege, heißt das... Wie viel brauchst du denn? Vielleicht kann ich's dir ja leihen. Danke, Geralt, aber von dir nehme ich keine Krone. Du weißt doch, wie es heißt. Am schnellsten verliert man einen Freund, wenn man ihm Geld leiht. Aber ein Gefallen ist was anderes. Was für ein Gefallen? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen? Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich... deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst.
Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Oh je, will er mich jetzt verdreschen? Gut, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Na gut, mein Lieber, na gut. Der Letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Hab ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als tausend Worte. Ach, Geralt, schön, dass du kommst. Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt's hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber. Jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Irgendwie war doch gerade ein Fehler in dem Dialog. Wieso sagt er Graf zu seinem Lakaien, der ihn ausweiden will? Also mich, in dem Fall, Geralt. Das war jetzt irgendwie ein bisschen ein Logikfehler. Naja. Zwielichtige Typen. Wer war das? Die dicke Fischblase ist der Herzog. Angeblich will er Hurensohn Junior beerben, aber dem Penner fehlt zu viel dazu. Vor allem Geld, Einfluss, Leute und Klasse. Und der andere? Der Graf, ein Bastard wie kaum ein zweiter. Mir zuckt der Arsch schon bei seinem Anblick. In Mahakam haben wir solche Schweineficker mit einem Paket Schwarzpulver und einer Leckenlampe den Streb runtergeschickt. Ah, okay, er ist also doch Graf. Kein Titel, sondern... Ja, doch eher ein Titel, aber nicht ein Titel vom wohlhabenden Bereich ausgesehen. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel... Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Gut, versuchen wir, die 3 Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment. Du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr. Er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt.
Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Ach ja, unserem lieben Sultan, dem müssen wir helfen. Für die Schwarzen. Mir fehlt die Kraft, Geralt. Vielleicht kannst du ihn ja zur Vernunft bringen. Bin dabei. So, Leidier von Madame oder jetzt eigentlich hätte ich eher Bock auf eine Runde Quint. Gucken wir mal uns an. Weltkarte erst. Fürs Kabarett soll ich da hoch und für ein gefährliches Spiel soll ich da runter. Gehen wir erstmal da runter. Ja, den Part ein bisschen länger. Aber sobald es in Richtung Quintspiel geht, dann wird abgebrochen. Weil so ein Quintspiel dauert ja alleine schon fast 15 Minuten. Wenn man es gescheit spielt. Mit gescheiten Gegnern. Und man verliert. Oder gewinnt. Oh, ein Hexer. Du hast kräftige Schädel. Verschlossen. Aber Zed scheint drinnen zu sein. Und er steckt in der Klemme. Ich muss einen anderen Eingang finden. In der Klemme sitzen ist nie gut. So, komme ich von hier aus rüber? Noch eins höher. Kann von oben bestimmt ein Fenster einsteigen. Jep, sag ich doch. Oh, da ist einer tot. Das dürfte Zed sein. Das ist schlecht. Der letzte Wunsch. War das vielleicht ein Buch von ihm? Ah ne, das haben wir schon mal gelesen. Okay. Gefunden? Nein. Der Herzog wird angepisst sein, dass wir nicht aus Zed rausbekommen haben, wo sein Kassenbuch ist. Habe ich es etwa nicht versucht? Du hast ihn wohl zu hart rangenommen. Scheiße. Na, wenigstens haben wir die Isengrim-Karte. Hallo. Ach du Scheiße. Los, Ringo, auf geht's, pack ihn! Tatsen. Schlüssel zu Zeds Pfandhaus. Isengrim Volian. Was? Nee, Vaultierna. Isengrim Vaultierna aus dem Skoyatel-Deck. Wie viel die Karte wohl wert ist? Wow, das ist ein Name, das ist der was. Das Kassenbuch lohnt wohl die Suche. Kassenbuch. Das dürften die Namen der Leute sein, denen Zed Karten verkauft hat. Da sollte Sultan mal einen Blick reinwerfen. Okay, wir müssen selber nicht studieren, sondern Sultan. Alles klar, dann gucken wir nochmal kurz hier rüber. Können wir uns nicht vielleicht doch selbst mal noch angucken. Questgegenstand. Wir sind jetzt Leitbrief. Das Buch. Starschwert, neue Mutten, Herzog, Iskrim Revek, Cäsar und Füchsin. So, dann machen wir hier mal Cut. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sayonara.